ihr süßen Mäuse. Wir sind jetzt in Changu. Heute ist für mich so ein bisschen ein kleiner Chill-Tag, weil die Leute, mit denen ich reise, die sind jetzt alle zu den Tempeln gefahren. Ich kenne die Tempel aber schon und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ein bisschen Beauty zu machen. Diese Maske hier drauf gepackt. Die habe ich mir aus Deutschland mitgebracht von Balea Aquamas. Finde die aber nicht so gut. Wie findet ihr die? Die riecht ein bisschen muffig und irgendwie ist dieses Ausgeschnittene nicht so passend auf meinem Gesicht. Und eine Haarmaske habe ich mir auch reingemacht, weil meine Haare hier echt viel ertragen müssen. Viel Sonne vor allen Dingen. Und zwar die von Way. Die habe ich dir auch schon mal gezeigt. Die ist der absolute Obershit. Was ich dir noch sagen wollte, ist, ich benutze da vielleicht ein Drittel von der Maske. Also nicht die Hälfte. Ich kann eine eigentlich dreimal benutzen. Und ja, davon brauchst du wirklich nicht viel. Also die kann ich wie immer dir auf jeden Fall wärmstens noch empfehlen. Und heute ist der Tag der Tage. Essie und meine Schwester kommen und ich freue mich super, super doll. Wir holen die später vom Flughafen ab und ich freue mich ganz doll. Hoffe, die haben einen guten Flug. Und ja, Changu ist auch bald vorbei. Also wir bleiben noch heute, morgen und dann fahren wir weiter nach Balian Beach. Da war ich noch nie und ich glaube, das ist super, super cool da. Ganz weit weg von der Zivilisation und vom Tourismus. Und auf die Unterkunft freue ich mich vielleicht sogar am meisten. Mal gucken. Oh, das ist ja wirklich hier bescheuert. Naja, wir sind jetzt in unserer Unterkunft in Changu. Ich kann dir das ja mal ein bisschen zeigen. Wenn du Bock hast, bleib dran. Wenn nicht, spul vor bis zur nächsten Action-Flection. Ich habe ja erzählt, dass meine Kamera kaputt ist. Deswegen filme ich jetzt mit dem iPad von meiner Mama. Also erst hatte ich es mit dem iPhone, die ist ja aber gerade weg und braucht es selber. Deswegen filme ich gerade mit dem iPad. Genau. Und ja, ich zeige dir jetzt mal, wie die Bude hier aussieht. Das ist mein allerliebster Muschellampenladen in Bali. Der hat aber keine Muschellampen mehr. Die haben das jetzt getauscht, das Material, mit so Holzkugeln und so. Muss ich sagen, ist nicht so mein Ding. Aber der ist ja schon süß. Ich sehe schon wieder so nackt aus, Mäuse, aber ich habe etwas an, also keine Sorge. Ja, leider gibt es keine Muschellampen mehr. Bis auf eine einzige und die haben wir uns jetzt auch geschnappt. Lampen. Ja, kayak gini-gini aja. Kecil-kecil aja. Eigentlich für 400.000 Rupien, wir kriegen die jetzt für 300.000, das sind so 20 Euro ungefähr. Ja, die packen die uns jetzt ein, die kannst du so einfach so zusammenschieben und dann sehr, sehr leicht transportieren, also echt clever gemacht. Ich bin ein bisschen traurig, dass es nicht mehr Muschellampen gibt, aber eigentlich ist es genau perfekt, weil sonst hatte ich hier immer so 50 Millionen Auswahlmöglichkeiten und so gibt es nur eine und die eine kann ich nehmen oder nicht. Und irgendwie gefällt mir diese Art von Shoppen und nicht dieser Überkonsum. Beziehungsweise diese Reizüberflutung, den meine ich. Ich muss ein bisschen gucken, wo ich hintrampel, weil überall immer auf dem Boden diese Opfergaben liegen. Und ich hoffe, ihr hört mich, weil hier ist es super laut. Wir sind jetzt hier in Kuta. Und Kuta ist der absolute Scheiß. Also mega Traffic, super viele Autos, super viele Australier. Also ich bin jetzt kein Rassist, ne? Aber ich brauche die Australier ja auch nicht, weil die fahren hier nach Bali, wie wir Deutschen nach Malle an den Ballermann, weil für die ist es günstig. Danke, Bruder. Und ja, egal.
Auf jeden Fall gab es nur hier die Muschellampe, beziehungsweise meinen Lieblingsmuschellampenladen. Und die Muschellampe haben wir jetzt. Und jetzt bin ich ganz fröhlich. Aber Kuta kann ich eben sagen, brauchst du nicht hingehen. Braucht kein Mensch. Mäuse, ich habe mir eine Tasche ausgesucht. Guck mal, ist sie nicht super, super schön? Kann man hier so aufmachen. Ja. Richtig cool, oder? Und die hat jetzt nur 20 Euro, 170.000 gekostet. Lass mich nicht lügen, 10 Euro oder so. Mega cool, oder? Ist richtig Bali-Style. Wir befinden uns in Bali, Denpasar, Indonesien. Heute werden zwei Rockstars hier ankommen, der Bürgermeister und SIA. Wir sehen viele Leute, die bereits auf die Superstars warten. Und wir, La Polce Vita, haben heute die exklusiven Rechte, diese beiden Rockstars nach Hause zu fahren und mit ihnen die nächsten Tage auf Bali zu verbringen. Hallo People, heute ist Samstag und mir ist gerade aufgefallen, ich sitze hier und schneide gerade mein Video und mir ist aufgefallen, ihr wisst ja noch gar nicht, mit wem ich hier abhänge. Deswegen wollte ich euch die Gang mal zeigen. Also, ich sehe schon den ersten, gehen wir mal vorbei. Sag mal hallo. Hallo. Wer bist du? Hallo. Alles klar. Und da hinten sehe ich ein Essi. Ich gehe mal dahin. Kuckuck. Kuckuck. Wer bist du? Die Essi. Ein Essi. Und wie geht's dir so? Gut. Was liest du da? Ah. Ist und voll schön. Ja, ist schön. Willst du einen kurzen Aufruf machen für Elias Mbarek? Also Elias, falls du das irgendwann mal sehen solltest, ich bin ein wahnsinniger, großer, absoluter Fan von dir. Und du bist schon neben mir hergelaufen. Du hast mich noch nicht bemerkt, aber irgendwann wirst du es tun. Irgendwann. Und dann? Babys. Und dann kriegen wir Elias Mbarek-Babys. Oh, das ist ziemlich gut, oder? Ja, aber das dauert, glaube ich, nicht. Ich glaube auch. Ich gehe wieder. Ja, tschüss. Tschüss. Also ich muss sagen, ich bin jetzt ein zweites Mal hier. Beim ersten Mal war ich leider in Kuta und da war es nicht so cool, aber hier ist es mega geil, mega geil. Wir sind sehr zufrieden und in Deutschland sind ja Minusgrade, die haben wir hier nicht. Und nachher gucken wir uns den Sonnenuntergang an. Kannst du mal? Ich hab die Antenne nicht rausgezogen. Aua, lauter. Hallo. Keiner geht da dran.